So, Handy weg. Hoffentlich macht es keinen blöden Ton. Bisschen mehr an die Seite. Hervorragend. So, meine Damen und Herren, wir finden uns heute in diesen Räumlichkeiten ein, weil wir noch vor dem Training sind. Zumindest laut Titel des Videos. Heute geht es um die 5 Dinge, die ihr auf gar keinen Fall vor dem Training machen solltet. Es folgen Videos, was ihr auf gar keinen Fall im Gym machen solltet und was ihr auf gar keinen Fall danach tun solltet. Heißt, vermeidet diese 5 Dinger. Das sind die 5 größten Fehler vor einem Training, die ich so beobachten kann. Kommen wir direkt zur Reihenfolge. Platz 1, obwohl ich nicht weiß, ob das jetzt eine Gewichtung ist oder nicht, sagen wir mal, es ist chronologisch zum Training ran. Platz 1, ihr habt zu wenig Energie. Heißt, ihr hattet über den Tag verteilt keine besonders gute Ernährung. Hier eine kleine Anekdote aus meiner persönlichen Erfahrung, die allerdings nicht bei jedem gleich ist. Man muss dazu sagen, ich bin Hardgainer, ich brauche unheimlich viel extern zugeschobene Energie, um all das leisten zu können, was ich abends leisten möchte. Und ich trainiere sehr spät am Tag, was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass ich diesen Energieload vorher brauche. Den brauchen nicht alle. Ich habe auch schon Leute erlebt, die wirklich Bestleistung bringen können, wenn sie morgens einen Kaffee getrunken haben, ohne Zucker. Aber das ist bei mir nicht der Fall und beim Durchschnitt da draußen auch nicht unbedingt. Heißt, auch hier wieder, kleiner Claimer zum Video, hier geht es um Bodybuilding. Hier geht es darum, maximal Muskelmasse, Fleischmasse aufzubauen. Ob das sinnvoll ist, gesund ist und so weiter, darum geht es nicht. Die meisten sind hier, weil sie Muskelberge anhäufen wollen und nicht, weil sie Fitsport, Gesundheitssport, Funktionssport, sonst was machen wollen. Also, behaltet das im Hinterkopf, das sind nicht die Tipps fürs Abnehmen, das sind nicht die Tipps für fitter werden, das sind die Tipps, wie ihr Muskelmasse aufbaut. Und ja, das kann auch einhergehen, aber hier ist das die reine Priorität. Disclaimer zu Ende, jetzt kommen wir zu dem Punkt Ernährung am Tag davor. Bei mir ist es so, dass ich... würde ich nicht wissen, was ich am Tag zuvor gemacht habe, angenommen, ich wäre blind gewesen und man würde es aus meiner Erinnerung löschen, was auch immer, könnte ich abends, wenn ich einen schweren Muskel trainiere, bei den Armen und Schultern etwas weniger, aber wenn ich eine der Grundübungen mache, wenn ich Bankdrücken mache oder wenn ich den Rücken trainiere oder die Beine, euch sofort sagen, ob ich 3 große Mahlzeiten am Tag mindestens hatte oder nur 2. Ob ich mehr als 3500 Kilokalorien hatte oder weniger. Um ein richtig gutes Training zu haben, ist bei mir so die Kippgrenze 5500 Kilokalorien. Dann wird es wirklich viel, viel besser. Und ja, da zählt auch das, was ich 12 Stunden davor hatte, dann anschließend 7 Stunden davor, dann 3 Stunden davor und dann zum Training gehe. Das alles trägt dazu bei, dass mein Körper A, besser regeneriert ist und B, besser vorbereitet ist und der Carbload richtig gut reinhaut beim Training. Und wenn ihr schlechte Leistungen im Training bringt, könnte es daran liegen. Vielleicht nehmt ihr ab, vielleicht denkt ihr, okay, ich muss mich gleichzeitig runterschredden, aber probiert es mal aus. Wenn ihr, und das dürft ihr nicht nur am gleichen Tag machen, wenn ihr dann aus der Diät rausgerissen werdet, nur 12 Stunden davor, dann bringt das wenig. Esst euch mal 3 Tage richtig voll. Und dann guckt mal, wie dann euer Training ist. Wenn ihr all das beachtet und richtig voll seid. Und wenn es auch nur zum Test ist, bei den meisten wird es besser ausfallen. Und das ist so einer der Hauptfehler. Viele versuchen gleichzeitig irgendwie abzunehmen oder sonst was. Ihr braucht Energie, wenn ihr ein hartes Training machen wollt. Hartes Training führt wiederum in den meisten Fällen dazu, dass ihr mehr Muskelwachstum habt und so weiter. Wenn ihr schon im Training nicht den richtigen Reiz setzen könnt und früher schlapp macht, bringt das natürlich wenig. Also, Fehler Nummer 1, zu wenig Ernährung am Tag davor. Fehler Nummer 2, recht verwandt damit. Ihr habt zu dicht vor dem Training gegessen. Was meine ich mit zu dicht? Ihr habt in einem Zeitfenster von ungefähr 2 Stunden vor dem Training gegessen und geht dann ins Training. Ja, auch das können manche machen. Ich wette, ich finde wieder einige in den Kommentaren, die sagen, oh, ich habe kein Problem damit, ich esse mein Müsli eine halbe Stunde vorher und habe die beste Energie. Das mag sein, dass das bei euch so ist. Bei den meisten ist es aber nicht so. Und selbst wenn ich das schnell verbrenne, merke ich, dass die optimalen Ergebnisse, und ich habe sehr viele Jahre in meinem Leben genau das ausgetestet, dass ich die optimalen Ergebnisse ungefähr 2 Stunden davor habe. Warum ist das so? Die einfache Erklärung ist, euer Magen muss nicht mehr arbeiten. Euer Körper muss nicht mehr so viel arbeiten. Er hat dann meistens so ziemlich alles zersetzt und die Nährstoffe sind bereits auch schon da, wo sie hingehören. Stellt euch vor, da kommt eine richtige Schubladung rein an Bausteinen und Material und sonst was und das ist wenigstens abgearbeitet worden, bevor alle zu einer anderen Baustelle geschickt werden. Denn euer Körper, wenn er ein richtig hartes Training bekommt, ist ordentlich beschäftigt. Da ist gar keine Zeit, kein Management, kein Platz mehr dafür, auch noch andere Dinge zu machen, wie zu verdauen und so weiter. Das ganz nebenbei ist es auch, was das Immunsystem schwächt. Das Immunsystem ist nichts anderes als ein Zustand eures Körpers mit
Stress umgehen zu können, mit Stress von außen, egal ob durchs Viren oder sonst irgendetwas. Und je nachdem, wie stark dieser Stress von außen ist, da kommt ein Virus rein, kann er sehr gut damit umgehen. Seid ihr aber gerade beschäftigt mit anderen Dingen, müsst noch ein paar Dinge abheilen, weil ihr gerade erst eine Verletzung hattet, seid noch aus dem Training gekommen, macht auch noch Leistungssport, dann geht nun mal die Körperbarrikade, die Wand, die Schutzwand, geht runter. Und umso leichter können Viren einfallen und dergleichen. Genauso passiert das. Und das ist das Gleiche beim Training. Wenn ihr die Rückeneinheit eures Lebens machen wollt, dann gibt es viele Dinge, die ihr beachten solltet. Und eines davon ist, nicht den Körper beschäftigt haben. Dazu gilt zum Beispiel auch, wenn ihr einen riesen Muskelkater von gestern noch habt, vom Beintraining. Ja, Beine haben nichts mit dem Rücken zu tun, aber er ist beschäftigt. Er hat da eine riesen Baustelle, Alarmstufe rot und muss sich damit rumplagen und dann geht er ins nächste harte Training. Deswegen schaut euch gerne mal das Video dazu an. Keine zwei Tage hintereinander trainieren, macht Sinn, auch wenn das manche sicherlich auch gut können. Also, Nummer 2, ihr habt zu dicht vor dem Training gegessen. Haltet euch so dran, 2 bis 3 Stunden davor nichts mehr. Und mit nichts mehr meine ich wirklich Perfektionismus. Macht mal keine halben Sachen. Wenn euch jemand 40 Minuten davor im Bus oder auf dem Weg sagt, hier, möchtest du mal reingreifen, und bietet euch einen Knickknack, eine Nuss oder irgendetwas an. Nicht einmal die eine Nuss nehmt ihr. Zumindest mache ich das nicht. Das ist mein Perfektionismus. Vor allem, wenn ich daran denke, wenn ich mein Pre-Workout nehme, muss das so durchgehen. Innerhalb von Minuten, weil alles frei ist dafür. Und dafür sorge ich, dass die Lagerhallen frei sind, dass alle Fahrzeuge bereitstehen, dass alle Männlein bereitstehen, um dann das, was da ankommt, sofort einzuordnen. Nun gut, Platz Nummer 3. Ihr habt zu wenig getrunken. Auch das sorgt dafür, dass euer Kreislauf stabil ist, dass der Metabolismus stabil ist und so weiter. Ein guter Elektrolythaushalt und natürlich gut viel zu trinken gehabt zu haben. Das merkt ihr an vielen anderen Dingen auch. Warum kriegt man Kopfschmerzen, wenn man nicht viel getrunken hat? Warum hat man mehr Energie, wenn man viel trinkt? Mit viel meine ich jetzt nicht zu viel natürlich. Warum kommt ihr sogar besser aus dem Bett und seid weniger müde, wenn ihr mehr trinkt? Trinkt, trinkt, trinkt. Und das merke ich auch. Habe ich am Tag nur weniger als 3 Liter getrunken, in meinem Fall vielleicht sogar weniger als 5, gerade im Sommer, dann ist mein Training nicht so gut abends. Punkt. Ist einfach so. Habe ich aber ordentlich was intus, und da könnt ihr euch auch mal ein oder andere Video anschauen, denn ich trinke zwischen 8 und 12 Liter. Nein, das ist nicht zu viel an all die Leute da draußen, die sofort wieder denken, oh, so ein Extrem, wieso macht er denn sowas, das ist Blödsinn. Ist es nicht, funktioniert für mich unheimlich gut. Für jemanden, der aber viel schwitzt, für jemanden, der viel umsetzt, geht das. An allen anderen da draußen würde ich schon empfehlen, wenn ihr zwischen, sagen wir mal so, bis zu 80 Kilo wiegt, und auch da ist ein Unterschied, ob an Muskelmasse nicht, schwitzt ihr viel oder nicht, solltet ihr trotzdem euch nicht an die 3 Liter halten. Nein, trinkt einfach mal 4, 5 Liter, weil das ist ja bei weitem noch nicht der Bereich, der schadet, aber ihr seid gerade erst über dem Bereich, der so ein gutes Mindestmaß ist. Wenn ihr zwischen 5 und 8 seid, finde ich, ist das eigentlich ein Optimum. Macht es einfach mal. Und ich meine Wasser, ich meine nicht Limo, Cola, irgendwas. Ja, das zählt als Flüssigkeit, trotzdem Wasser. Platz 4 und wäre vielleicht von der Häufigkeit sogar eher Platz 1 und ist einer der Hauptthemen auf diesem Kanal. Ihr trainiert zu schnell nach dem letzten Training. Ich habe gerade schon das Beispiel genannt. Wenn ihr heute die Rückeneinheit eures Lebens haben wollt, mit der ihr das Ziel habt, nicht nur neue Gewichte zu bewegen, sondern alles eigentlich nur, um maximal Muskeln danach am Rücken aufzubauen, Fleisch drauf zu kriegen, dann bringt es weniger bis hin zu wirklich sehr wenig, verschwindend gering wenig, wenn ihr davor den Tag erst den Rücken trainiert habt. Anderer Muskel, ja, haben Grauzone bereit, aber selbst wenn ihr die Brust trainiert habt, die Arme oder sonst irgendetwas, es geht hier nicht um die Muskeln, die dem Rücken helfen. Es geht darum, dass euer Körper einfach noch beschäftigt ist. Natürlich, der soll doch gerade Muskeln aufbauen woanders. Und jetzt wird schon wieder zerstört. Bis zu einem gewissen Pensum kann er das machen. Aber wenn ihr anspruchsvoll trainiert, hart trainiert, mit Gewichten trainiert und umso fortgeschrittener ihr seid, desto weniger könnt ihr das machen. Da ist es gut, wenn ihr einen freien Tag dazwischen habt. Probiert es einfach mal aus und die meisten werden merken, das seht ihr auch in den Kommentaren unter den Videos, wenn sie sich da drum drehen, dass unheimlich viele überrascht sind, so gute Ergebnisse plötzlich zu erzielen, Kraft dazu zu gewinnen, und mit der Kraft kommt auch meistens die Masse einher. Also, wenn ihr zu dicht vor dem letzten wieder Training trainiert, das ist nicht gut, aber natürlich ist das auch erweitert gemeint. Trainiert ihr die Brust heute wieder und habt das aber schon vor 3 Tagen gemacht, auch da, was erwartet ihr für Ergebnisse? Da wird nicht so viel kommen, außer eure Trainingseinheit war nicht hart genug. Dann könnt ihr es natürlich machen. Trainiert ihr nur die Hälfte hart, könnt ihr auch wieder früher trainieren. Aber wenn ihr richtig trainiert und auf Maximalmasse setzen wollt, dann wird auch das wenig bringen. Und dann kommen wir zu Platz 5. Jetzt sind wir kurz vor dem Training.
Eure letzte Mahlzeit vor dem Training war einfach bescheiden. Heißt, hattet ihr davor nur eine Tüte Chips, ein Snickers oder auch im Gegenteil, manche halten das auch für ein gutes Ding, Salat mit Hühnchen. All das sind keine Pre-Workout-Meals, die euch darauf vorbereiten, das Beste zu geben. Wenn ihr irgendwo zu einer Meisterschaft geht, wenn ihr irgendwas im Sprinten leisten müsst, wenn ihr zum Kraft-3-Kampf geht, meint ihr wirklich, die Leute essen einen Salat 3 Stunden davor? Nein, ganz sicherlich nicht. Sorgt dafür, dass eure Energiespeicher voll sind. Sorgt dafür, dass es eine vollständige Mahlzeit war. Sorgt dafür, dass Proteine drin sind. Ja, dann ist euer Aminosäurepool voll. Und ja, ihr könnt auch währenddessen in euren Intra-Shake immer noch EAAs reintun. Hier geht es um Sicherheit. Hier geht es nicht darum, dass wir genau abschätzen können, was es bringt und was nicht. Sondern immer einen draufsetzen und auch danach gerne noch. Aber sorgt dafür, dass die 2-3 Stunden davor es eine vollständige Mahlzeit war. In erster Linie ist förderlich fürs Training Kohlenhydrate. In zweiter Linie einige Fette. Auch die sind gut, weil sie auch langzeitig noch ein bisschen Energie mitgeben. Und natürlich Proteine. Wenn ihr da eine gute Mahlzeit habt, mit wirklich vernünftigen Kohlenhydraten, irgendetwas, esst ein großes Reisgericht davor, Nudeln oder sonst irgendetwas, davon gibt es eine Menge. Aber nicht einseitig, nicht ein Diätgericht oder sonst was, dann braucht ihr auch wirklich vom Training nicht viel zu erwarten. An dieser Stelle eine Art Ehrenerwähnung. Der Booster, das ist normalerweise eigentlich die letzte Mahlzeit, ich würde es eigentlich nicht Mahlzeit nennen, aber das letzte, was ihr zu euch nehmt vor dem Training. Heißt, wenn ihr optimalerweise 2-2,5 Stunden vorher das Essen gegessen habt, nicht dann anfangt zu essen, Essen gegessen habt, dann wartet ihr 1,5 bis 2 Stunden und 30 Minuten vor dem Training kommt ein Booster rein. Und wenn dieser Booster stimmt, die richtige Zusammensetzung hat und euren Körper wahnsinnig schnell innerhalb von nur 1/4 bis 1/2 Stunde alle Nährstoffe gibt, die ihr für das Training, die das Training optimieren, die euren Körper optimal vorbereiten, dann habt ihr ein Hammer-Training. Vor allem, weil es direkt durchgeht. Habt ihr 1 Stunde davor erst gegessen und dann kommt der Booster. Glaubt mir, der wird gar nicht so wirken. Ich habe das schon oft getestet, indem ich Leuten, die auch nicht mal trainieren, 5 Gramm Beta-Alanin gebe. Ihr wisst, das Zeug, das dann so kribbelt in den Fingern und an den Schläfen. Der hat das gar nicht gespürt. Der hat nicht mal den Koffeinschub gespürt, weil er das direkt nach einem Essen getrunken hat. Das ist genauso mit dem Alkohol. Danach wird das auch nicht so kicken. Aber wenn ihr das auf nüchternem Magen macht, dann reicht vielleicht ein Pintchen Wodka aus, dann reicht aber auch der Booster aus. Der schießt geradezu in allem, wo er reingehört. Nun ja. Also, wenn ihr wissen wollt, wie ein Booster richtig zusammengesetzt wird, schaut hier vorbei. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, liked das natürlich, hilft mir immer wieder weiter. Abonniert den Kanal, verpasst kein Video, schaut euch die anderen Videos mal an und schaut bei Protein Arena vorbei. Ihr spart mit diesem Code und unterstützt auch noch den Kanal. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Gotti.